Herzlich willkommen in Ore Beach auf dem Nevio Campingplatz in Ore Beach. Ja, wir haben einen wunderschönen Stellplatz, direkt mit Blick auf das Meer. Mein Held hat schon seinen E-Scooter draußen. Ja, für den Hund ist gesorgt. Jetzt schlafen meine Männer und ich kann euch in Ruhe mal den gesamten Platz zeigen. Hier hinten ist auch Schluss. Da sind noch zwei Pärchen, mit denen wir uns sehr gut verstehen. Überall gelegen, so treppenartig. Und jetzt gehen wir mal. Schauen wir uns mal um, wie schön es hier ist. Ja. Überall sitzen die Leute. Und es ist 25 Grad warm, ihr seht es. Und man hat wunderschönen Blick hier die Berge. Schaut mal. Übrigens muss ich euch erzählen, hier schreien nachts die Schakale. Und zwar richtig heftig. Die haben im Moment Junge. Und daher zeigen sie ihnen den Weg. Das ist übrigens hier in Kroatien die einzige Möglichkeit, die einzige Region, wo die Schakale nachts eben auch ihre Schreie loslassen. Ja, und jetzt zeige ich euch mal den Weg runter zum Meer, den ich auch immer jeden Tag gehe. Ja, da muss man einfach auch in Kroatien wissen, es geht ihr immer hoch und runter. Hier gibt es auch so kleine Tiny-Häuser. Die fahren hier alle zum Reinigen mit den Golfkarts dann los. So, ich übe jeden Tag Treppensteigen und es geht jeden Tag ein bisschen besser. Boah, ich kann schon recht gut runterlaufen und auch hier wieder treppenartig. Man hat sogar unten erste Reihe am Meer, aber das wäre uns ein bisschen zu laut. Ja, laufen klappt immer besser. Und eigentlich hätte ich auch wieder meinen Gürtel ummachen müssen fürs ISG-Gelenk. Das habe ich aber schön wieder vergessen. Naja, so ist es. Ja. So, wir gehen jetzt noch mal eine Biege rum um dieses Haus und dann filme ich wieder weiter. Ich muss bei diesem Licht immer aufpassen und ich muss immer gucken, geht es weiter? Ja. So, jetzt kommen wir runter. Die nächste Serpentine. Und wir sind noch nicht am Meer, aber überall dazwischen kann man den Blick aufs Meer erhaschen. Also es steht eigentlich Haus oder Wohnmobil immer mit Blick zum Meer, was natürlich ein Träumchen ist. Sehr gepflegte Anlage übrigens. Unten ist auch ein Hundebadestrand, bisschen abgeteilt. Von den Menschen ist es natürlich dein Strand, nicht gerade meins. Aber bei mir ist sowieso das Meer nicht mein Ding. So, wir sehen uns da unten wieder. Ganz nebenbei, hier blühen diese Blumen. Ich sage immer Mittagsblumen. Die gehen nämlich abends schlafen. Und wenn die Sonne rauskommt, dann gehen sie auf. Und so in einer schönen Farbe, schön angelegt, auch so hier oben, trapezförmig nach oben oder treppenförmig nach oben, Trapez, Quatsch, wenn ich auf dem Trapez sei. Ja, schön angelegt, überall kann man wieder hochgehen und wir gehen jetzt da runter zum Meer. Also hier könnte man auch stehen mit dem Wohnmobil, aber uns ist das Meer nachts zu laut. Das haben wir ja vor 2-3 Tagen festgestellt, als wir in Bremosten in erster Reihe standen. So, Wahnsinnsblick aufs Meer. Genießt es. Da drüben ist eine Insel. Da müsst ihr übrigens wissen, das ist so eine Art Burg oder Kapelle und ringsrum sind Apartments. Da kostet eine Übernachtung 130 Euro. Luxus-Apartment. Man wird jeden Tag mit Lebensmitteln versorgt, natürlich vom Schiff her. Ja, dann kann man hier wunderschön am Strand langlaufen,
Da ist hinten eine Beachbar, die öffnet jetzt auch erst Montag. Also Saison hat noch nicht begonnen, aber ich finde es so schön, einfach mal auch hier auf die Mauer und dann den Blick auf die Inseln rüber haben. Wenn ich Bootfahrer wäre, wäre ich schon längst mit dem Bötchen auf einen der Inseln. Ja, ich bin nicht der Typ dafür, aber es ist wunderschön. Ja, da hinten ist dann der Strand für die Menschen und hier kann man endlos laufen und da soll man dann an eine wunderschöne Eisdiele kommen. Aber wir wissen auch noch nicht, ob die erst nächsten Montag öffnet. Aber es ist wunderschön und es ist so irrsinnig warm. Hier nach der Seite rüber hat man dann den Blick auf die Berge wieder. Schöne Bucht. Ja, heute ist das Wasser sehr ruhig. Ich glaube, wir werden heute Nachmittag noch reingehen. Oh, und jetzt gehen wir wieder da nach oben und dann zeige ich euch noch alles, was so hier kreucht und fleucht. Wir sind von da runtergekommen und ich gehe jetzt hier hoch, weiß aber selber nicht, wo das jetzt endet. Und ich kann euch nur sagen, meine Oberschenkelmuskulatur ist hier in den paar Tagen, die wir jetzt schon vor Ort sind, aber sowas von gekräftigt und man kann immer ausruhen und es ist immer wieder ein schöner Blick. So, wir sehen uns mal oben wieder, sonst hört ihr mich zu sehr hecheln. Hier bin ich jetzt an der anderen Seite oben angekommen. Das ist übrigens das Restaurant und alle Stühle und Tische sehr offen und alle Stühle und Tische natürlich mit Blick auf das Meer. Also es ist schon ein Paradies. Schon ein bisschen Clamping. Da unten auch wieder das Meer. Da sitzen welche am Steg. Im Hintergrund die Berge. Alles grünt und blüht. Und hier sind wir am Restaurant angekommen. Das öffnet erst am Montag nächste Woche. Und insofern müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber wir haben hier gleich auf dem Nebencampingplatz ein wunderbares Restaurant, das Lavanda. Also wenn das hier genauso gut ist, dann braucht man nicht mehr so weit. Da hinten sind nochmal Bungalows. So, jetzt, also es sind überall zwischendurch auch tolle Stellplätze. Ich gehe jetzt noch rüber zum Hypermarkt. Ich brauche für meine Füße noch einen Nagellack, einen dunklen, weil schaut mal, was ich festgestellt habe. Mir ist doch tatsächlich eine Dose auf den Zeh gefallen. Und da jetzt der LED-Lack ab ist und ich das an den Füßen aber nicht hinkriege, was muss ich dann machen? Mal schwarzen Nagellack holen. Mal sehen, ob ich den kriege. Ja, also hier ist alles in Vorbereitung. Bin schon richtig fleißig, muss ja wissen nach der Winterpause und was soll ich sagen, wir gehen jetzt hier wieder hoch. Hier sind auch noch überall Stellplätze, das ist dann zweite, dritte und vierte Reihe, je nachdem wie ruhig man das haben möchte, ob man mehr Schatten haben will, mehr Sonne haben will, das ist der zweite Eingang. Oben gibt es dann noch mal einen Eingang. So, und hier ist alles voller Olivenbäume. Und ich gehe jetzt hoch, zeige euch noch die Rezeption. Und auf dem Rückweg zeige ich euch dann Spielplatz. Und es soll noch einen Minigolfplatz geben. Ja, es ist schon mittags, es ist ganz schön warm. Ich werde mich mal hier in den Schatten verflüchtigen. Also, bis gleich. So, hier bin ich jetzt angekommen. An der Rückseite des Rezeptionsbereiches. Auch wieder mit vielen, vielen schon wunderschönen blühenden Blumen. Da seht ihr schon die Anfänge eines kleinen Spielplatzes. Dann ist hier Tennisplatz, Bolzplatz, Fußballplatz, Volleyballplatz. Ja, und das ist die wunderschöne Rezeption. Finde ich auch sehr schön. Und da gehen wir nachher hin. Ich gehe jetzt weiter nach oben und zwar zum Hypermarkt erstmal. Und da seht ihr wieder
den 3D-Blick aufs Hinterland, da wo die Schakale nachts schreien. Ich kann euch sagen, das wirkt schon ganz schön gruselig. Ja, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt, was aber verständlich ist, denn wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr gefühlte 32 Grad durch die Sonne. Also, das Stückchen, damit ihr wisst, da muss ich hin. Da sind die Supermärkte, genau, über die Straße. Da ist Tommy, da ist Konsum und das ist der Hypermarkt. Und da gehe ich jetzt hin. So, ich bin zurück. Ich habe einen Besen gekauft und hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr das seht, seht ihr die Feuerwehr hinter mir? Ich kann das gar nicht sehen. Ich muss mal die Brille abnehmen. Ich werde jetzt erstmal voll. Die müssen wohl beim Hydranten Wasser aufladen und die haben jetzt erstmal voll ein Verkehrsschild umgefahren. Warte mal. Aber die lassen sich gar nicht stören. Die werden machen auch dieses Verkehrsschild nicht wieder richtig. Ja, ich habe einen Besen gekauft. Mein neues Fahrzeug, würde mein Held sagen. Nagellack habe ich nicht gekriegt. Das gibt es hier in keinem der drei Läden. Also muss ich vielleicht doch mal mit dem LED-Lack probieren. Aber ich habe da nicht so eine gute Erfahrung. Gerade bei so ganz kurzen Zehennägeln nicht. Die machen das ja im Nagelstudio da auch ein bisschen anders. Aber vielleicht kriege ich irgendwas hin. Vielleicht wenigstens ein Muster auf dieses Schwarz. Das stört nämlich. Ja, so, jetzt gehen wir wieder. Muss ich euch mal hochziehen. Ja, ich habe mir noch Himbeeren geholt. Und ich habe mir was zu trinken geholt. Ich setze mich jetzt gleich mal in den Schatten, weil ich habe gar nichts zu trinken mitgenommen. Seht ihr da vorne schon wieder die Rezeption? Das ist jetzt von der anderen Seite. Ja, das Schöne ist, auf dem Rückweg geht man nur runter. Hier wird Rasen gemäht und sauber gemacht, weil heute sind eine ganze Menge abgefahren. So, da hat man schon wieder den Blick hinten zum Meer. Aber es wird hier auch alles wirklich gut gepflegt. Hier. Es ist auch ein Haufen Personal da. Und dann sind schon wieder neue Ankömmlinge. Die werden sich jetzt auch einen schönen Platz aussuchen. Ich setze mich jetzt erstmal da auf die Steine und dann sehen wir uns wieder. So, auf geht's. Kräftig getrunken. Das ist schon mal hier so ein bisschen kleiner Spielplatz. Muss euch mal in die andere Hand nehmen. Ja, falls ihr euch fragt, warum ein Besen, weil hier diese kleinen Steine jeden Tag auf unserem Kunstrasen sind und die fegt man weg, die können wir ja nicht saugen, sonst ist alles sauber und den Besen haben wir vergessen. So, ja, hier geht es auch nochmal für die Jugend, spielplatztechnisch, ich muss direkt mal gucken, ah, ja, und da ist dann der Adventure-Mini-Golfplatz. Da hinten ist noch Schach. Ach, ist ja Wahnsinn, laufe ich mal lang. Also, wer sich hier nicht austoben kann, der kann sich, glaube ich, nirgendwo austoben. Ich nehme an, das werden im Sommer nochmal Getränke, Stände sein, Tischtennisplatte vorhanden. Hier können Kinder Schularbeiten machen. Oder Schule spielen oder einfach die Erwachsenen Bierchen trinken. Wobei es in der Hitze sollte man es nicht mit Alkohol übertreiben. Ja, noch eine Tischtennisplatte, schaut mal. Also, hier ist Mensch, ärgere dich nicht in groß. Ach, da hinten ist ein Fitnessparcours. Ist ja geil. Sorry. Aber das ist ja richtig schön. Schaut mal, draußen angebracht. Oh, und dann am Schatten, so wie es sein muss. Ja, und da oben, da blende ich jetzt nur mal so hin. Hier, guck mal, hier ist Hopse. Kennt ihr das noch? Die Hopse. Ist ja toll. So, und hier oben ist dann der Minigolfplatz. Schön auch angelegt. Da wollen mein Held und ich auf jeden Fall mal hin. Also, es ist wirklich für alle was da. Ich gehe jetzt mit euch noch
zum Pool. Ich hoffe, dass da vielleicht jetzt noch keiner drin ist. Ich zeige euch noch den Pool. Wer also so wie ich ein "Ich gehe nicht ins Meer" Buffel ist, der kann dann auch im Pool schwimmen. Ja, nochmal die Sicht, auch wenn es tut mir leid, da wieder auf die Berge, macht Lust, hier rumzutun, glaube ich. So, bis gleich am Pool. So, jetzt gehe ich hier wieder in die Zweireihen. Und da, jetzt muss ich mir die Brille aufsetzen, da ist das Restaurant von der anderen Seite. Und gleich angrenzend ist der Pool. Muss ein bisschen aufpassen, weil es sind einige da, die ich nicht so viel schraffieren muss. Und da schwimmt auch jemand drin. So, seht ihr das? Das reicht ja schon, ne? Man muss ja keinen stören. Kleiner Pool. Und ich gehe jetzt hier so langsam, aber sicher wieder gen Heimat. Ja, ist ganz niedlich. Aber ich denke, zum Erfrischen mit einigen Liegen um den Pool rum. Staune, die sind alle besetzt heute. Ja, ist der erste schöne heiße Tag. Ja, und jetzt gehe ich hier durch das bewaldete Gebiet. Das ist die vierte und fünfte Reihe. Das sind sicherlich die Leute, die dann ganz gerne eher im Schatten sind. Unter den Pinien ist es hier sehr, sehr angenehm. Man findet trotzdem pro Standplatz immer noch mal ein schönes Fleckchen. Hier, habt dann noch mal den Blick aufs Meer. Auch von hier aus richtig schön. Da geht es dann runter. Und damit muss ich mich auch bei euch verabschieden, denn jetzt sind hier zu viele Menschen. Ja, das war die nächste Etappe. Einfach mal Ore Beach Nevio Camping. Und wir sind sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Viele werden fragen, warum unternehmt ihr nichts von hier aus? Nee, weil wir hier wirklich die 10 Tage Urlaub machen, viel laufen wollen. Ich will mir viel Kraft anlaufen und wir haben schon eine Menge gesehen. Und ich denke, wir werden uns auf der dritten Etappe wiedersehen. Lasst euch überraschen, was wir dann machen, wenn die 10 Tage hier um sind. Ich wünsche euch was. Ja, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr auch die nächste Etappe wieder sehen wollt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es hier findet. Ob es für euch schön ist, ob ihr es euch vorstellen könnt. Ob ihr denkt, oh, Kroatien ist schon was Schönes. Oder ob ihr tatsächlich Kroatien-Fans seid. Vielen Dank im Voraus. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Eure Farbenfroh 60 plus zur nächsten Etappe.